So, nachdem ich die letzten Tage mal noch ein bisschen die CDU vorhatte, jetzt natürlich bitte wieder die SPD. Eigentlich, ne, das Ding ist ja ist ganz simpel. Die CDU ist halt einfach unterirdisch für mich. Da gibt es auch nichts. Da gibt es auch nichts. So, wenn man so ganz gewisse Dinge, also, ne, aber, ne, so Sachen wie, wie kann man tatsächlich als Partei gegen etwas sein, was 83% der Menschen möchten? Wie geht das? Wie geht das? Wenn man als Partei gegen etwas ist, was 83% der Menschen möchten. Dann ist man keine Volkspartei. Und das möchten die nicht erst seit gestern. Das möchten die schon seit ein paar Jahren. Dann ist man widerwärtiger Antichrist. Genau, das ist man dann. Der Menschen in Deutschland möchten die Ehe für alle. Die Grünen möchten das, die FDP möchte das, die SPD möchte das, die Linke möchte das. Die CDU möchte es nicht. Ist ja nicht so, dass keine, dass sie keine, dass sie keine, keine homosexuellen Menschen in der CDU wären. Da haben die irgendwie kein Problem mit anscheinend oder so. Wenn man sich darauf anspricht, ja, das finden wir auch nicht gut. Na, dann ändere es doch. Eine Partei. 83% möchten diese Ehe für alle. Nein, die Ehe ist ganz besonders geschützt. So ein Bullshit. So ein Bullshit. Ehrlich, so ein Bullshit. 50% aller Ehen werden geschieden. Sowieso. Die sind nicht besonders beschützenswert. Man sollte sogar eher Leute, die sich sagen, wir möchten das Leben als Partner bestreiten. Die sollte man feiern, egal ob das Homosexuelle oder Heterosexuelle sind. Zwei Männer, zwei Frauen, ein Mann oder eine Frau zusammen. Völlig egal. Man sollte diese Menschen, die gemeinsam durchs Leben gehen wollen, feiern. Und zwar alle. Ehegattensplitting. Können wir darüber diskutieren, wie wir wollen. Warum sind Homosexuelle davon dann ausgeschlossen? Das möchte ich mal wissen. Da gibt es überhaupt keinen Grund dafür. Familie ist Vater, Mutter, Kind. Bei einigen Vätern wäre es vielleicht besser, wenn das Mutter, Mutter, Kind wäre. Und bei einigen Müttern wäre es besser, wenn das Vater, Vater, Kind wäre. Und genau diese, die haben ja nicht nur bei steuerlichen Probleme. Adoptieren, Kinder adoptieren, ist bei zwei Männern etwas schwierig. Ne, einem Paar zwischen zwei Frauen, das könnte man noch irgendwie hinbekommen. Bei zwei Männern wird es schon schwierig. Was bleibt, ist die Adoption. So, und genau davon, ne, da werden denen unglaubliche Knüppel zwischen die Beine geworfen. Heiko Maas sagt jetzt, in einem neuen Koalitionsvertrag muss auf jeden Fall drinstehen, dass die Ehe für alle da ist. Das steht im jetzigen schon drin, du Napp. Natürlich steht nicht drin, wir wollen die Ehe für alle. Nee, da steht da nicht drin. Aber da steht drin, dass die Beschränkungen dafür aufgehoben werden sollen. Das steht da drin. Rechtliche Regelungen, die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften schlechter stellen, werden wir beseitigen. Ja? Das ist genau das. Rechtliche Regelungen werden wir beseitigen. Das steht da drin. Habt ihr nicht gemacht? Warum nicht? Weil die CDU das nicht möchte. Ja, und in einer Koalition,
Sagt Martin Schulz, sagt, in einer Koalition kann man keine Politik gegen den Koalitionspartner machen. Machen doch CDU und CSU ständig gegen euch. Jetzt musste sich gerade Andrea Nahles hinstellen und ihr vermurkstes Betriebsrententeil da gesetzt da jetzt verteidigen, was total am Müll ist. Das ist totaler Müll. Erstmal, dass das jetzt nur noch ab 200 Leuten gilt und dann auch noch, dass das hier nur wenn die Gewerkschaften zustimmen und dann, dass es keine Garantierente mehr ist. Eine unverbindliche Zielrente. Ja, wir zahlen halt so und so viel ein für euch. Was dabei rumkommt, was dann die Versicherungsgesellschaften daraus machen und an Gebühren abziehen und all so ein Quark, das ist, ja, das ist euch überlassen. Wer da, halt, ganz kurz dazu nochmal, wer da rausgenommen wird, es sind die Arbeitgeber. Andrea Nahles sagt, das passt, nee, das stimmt nicht. Die sind auch weiterhin da involviert. Sind sie überhaupt nicht. Die zahlen das, ja. Aber wenn es darum geht, es einzufordern, waren es vorher die Arbeitgeber, die darauf achten mussten, dass diese Sache noch eingehalten wurde. Das ist jetzt abgewälzt worden wieder auf die Arbeitnehmer, die davon gar nicht so richtig was mitbekommen. Und dann erst was tun, erst merken, wenn es zu spät ist. Das ist, ja, okay. So, deswegen kann ich nicht nachvollziehen, wie man auch nur ansatzweise mit dieser CDU irgendwas anfangen kann, die ganz klar Politik gegen die Bevölkerung macht. Und die Bevölkerung honoriert das auch noch. Das ist wie mit Trump. Da wählen Leute Trump, die genau wissen sollten oder könnten, dass sie darunter die Loser sind. Das ist das gleiche wie mit der AfD. Da sind echt Leute, die denken, es würde uns wirtschaftlich besser gehen, wenn wir die AfD wählen. Und mir als kleinem Mann geht's da besser gehen. Geht's überhaupt nicht besser, du Napp. Tja, egal. Wir wählen die CDU und die Merkel ist so toll. Volker Pispers hat gesagt, 70% fänden Merkel super und 70% fänden die Regierung scheiße. Und er geht davon aus, das sind sogar dieselben 70%. Die bringen Merkel mit der Regierung gar nicht in Verbindung. Zitat Ende, Volker Pispers. Das denke ich mir manchmal auch, tatsächlich. Ja, die Politik der Kanzlerin ist so super. Und sie ist doch unsere Flüchtlingskanzlerin. Einen Tag später, nachdem sie das... Da kam schon Schäuble und de Maizière und haben im Grunde genommen das ganze Ding, was sie da gesagt hat, wieder rückgängig gesagt. Nö, das ändern wir gleich wieder. Da müssen wir ja jetzt aber einen Riegel vorschieben. Und was sagt sie dazu? Nix. Die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin ist super. Die von de Maizière, scheiße. Das ist die gleiche Politik, du... Sie sind beide in der gleichen Regierung.